Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Coronavirus-Krise und noch kein Ende in Sicht. Selbst Großkonzerne wie der US-Hightech-Riese Apple spüren die Folgen. Apple produziert seine iPhones und seine anderen Geräte fast ausschließlich in China. Das Land ist zudem ein wichtiger Absatzmarkt. Apple erzielt 17% seines Umsatzes dort. Schon im Januar hatte Apple seine Umsatzprognose fürs erste Quartal wegen des Coronavirus gesenkt. Die Produktion in den chinesischen Werken sei zwar wieder angelaufen, doch nur sehr schleppend, so der US-Konzern. Apples Zulieferer plagen ähnliche Probleme. Die Lieferketten funktionieren nicht mehr reibungslos. Teile fehlen und Personal wegen der Quarantänemaßnahmen. Fast 80% aller US-Konzerne in China können die Produktion wegen Personalengpässen aktuell nicht hochfahren, laut einer Umfrage der amerikanischen Handelskammer in Peking. Auch in den Apple-Läden fehlen die Mitarbeiter. Die Kunden bleiben ebenfalls fern. Apple konnte erst wenige seiner 40 China-Stores wiedereröffnen. Der Online-Handel kann dies bislang nicht ausgleichen. Das Ganze führt bei Apple zu weltweiten Lieferengpässen. Doch die Zulieferer, die hochgradig von Apple abhängig sind, trifft es noch härter. Neben der Apple-Aktie gingen heute weltweit vor allem Papiere von Zuliefererfirmen auf Tauchstation. Der DAX führt ein Eigenleben, genährt von der ultralockeren Geldpolitik der Zentralbanken, aber auch von der Hoffnung, dass sich die Wirtschaft nach dem Virus wieder schnell erholen wird. Darauf hofft auch Apple. Die Viruskrise zeigt, wie abhängig die europäische und insbesondere die deutsche Wirtschaft von China geworden ist. Die Epidemie sei diesbezüglich ein Weckruf, sagt der EU-Handelskammerpräsident in China, Jörg Wuttke. Kleine und mittelständische Firmen mit hoher China-Abhängigkeit seien nun gefährdet, da sie nur wenige schlechte Monate verkraften könnten. Die Lage vor Ort gleiche einem logistischen Albtraum, da jede Region eigene Regeln für die Wiederaufnahme der Produktion erlassen habe. Waren können nicht mehr ausgeführt werden. Personal aus Deutschland werde bei der Einreise in Quarantäne genommen. Der Dominoeffekt sei katastrophal. Zeithorizont hin, mit dem die chinesische Regierung in Sachen Virus nun rechnet. Deren medizinische Expertengruppe geht davon aus, dass sich die Lage in China erst Ende April stabilisieren wird. Einen Lichtblick gab es heute von BMW und Audi. Die Produktion in China sei hochgefahren und sie laufe auf Normalbetrieb. Normal, wie schön das zu hören. Ihnen einen ganz schönen Abend.